Die Muslime sagen, die Mujassima, das ist eine Art im Sunnitentum, wo die Allah verkörpern. Dann gibt es die andere Seite, unter anderem Schafi, die sagen zum Beispiel, es stellt nur Allahs Macht dar. Und weil es schon Interpretationen gibt, sagt schon eigentlich alles. Das heißt, es kann, es muss nicht. Aber, dass er Allah nur als Macht darstellt, das sagt Allah selbst nicht im Koran, sondern ihr interpretiert das, weil ihr gegen euren Glauben, beziehungsweise gegen eure Logik seid, dass Allah Körper hat. Es finden sich unzählige Koransuren dazu, es finden sich unzählige Hadithen dazu. Beispiel lesen wir in Koran 20, Allah spricht durch ein Feuer, kann ich jedem empfehlen zu lesen. Das heißt, ihr Muslime betet ein Feuer an, denn wenn ihr uns sagt, wir beten einen Menschen an, dann müsst ihr damit auch ein Problem haben. Herzlich willkommen, mein lieber Zuschauer. Der Herr Jesus Christus sprach in Johannes 14 ab Vers 10, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir. Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht von mir selbst aus, denn der Vater, der in mir bleibt, tut all die Werke. Dann heißt es weiter, glaubt an mir, dass ich in dem Vater bin und der Vater in mir ist. Kein Prophet hat diese Worte gesagt. Wenn Jesus nur ein normaler Prophet wäre, wie konnte er das sagen? Was die Muslime nicht verstehen ist, dass wir den anbeten, der in Jesus ist. Wir beten nicht sein Form an, sein Fleisch an. Und Gott ist nicht gestorben, wie viele Muslime meinen, sondern sein Fleisch war für 3 Tage tot. Aber das, was in ihm ist, das ist der Vater in ihm. Und den geben wir auch den Preis. Gott wurde in Form eines Menschen, das heißt in einem Fleischwerdung, so sagt das die Bibel. Und das beten wir an, was in ihm ist. Und sein Name lautet Jesus Christus. Wie sieht das denn in Islam aus? Mein lieber Muslim, wenn ich dir die Frage jetzt stelle, dass Allah Körper hat, dass Allah lacht, dass Mohammed über Allah lacht und so weiter, so würden einige denken, das ist Gotteslästerung, sowas würde man nirgendwo finden im Islam. Beispiel lesen wir in Sura 20, dass Allah durch ein Feuer gesprochen hat. Betet ihr ein Feuer an? Natürlich nicht. Die Muslime würden sagen, Allah ist allmächtig, er kann in jeden Form kommen, weil er allmächtig dazu ist. Aber es ist trotzdem irgendwo schade, dass die Muslime uns an uns vorwerfen, dass unser Gottesbild ja irgendwie nicht logisch klingt. Ich meine, wenn Allah durch ein Feuer spricht zu Mose, ja, dann ist das auch für mich total gegen den Verstand und gegen meine logische Begrenzung dahinter. Denn der Verstand und dieses logische, alles zu wissen, der Mensch hat eine Grenze und das ist auch gut so. Allah spricht durch einen Baum. Betet ihr einen Baum an? Natürlich nicht. Was wir beten ist, dass wir das beten, was in ihm ist. Und das ist der Vater. Wir glauben an die Dreieinheit, dass der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ein sind. Nicht wie Allah, der sich nicht in der Schriften auskennt, dass er sagt, wir beten 3 Götter, das ist völliger Quatsch. Schauen wir mal erstmal, was Allah uns noch zu sagen hat. Allah hat zum Beispiel ein Gesicht. Allah lacht. Allah sitzt auf seinem Thron. Allah hat einen Körper, eine Form eines Körpers. Muslime haben Ausreden. Die Muslime sagen, die Mujassima, das ist eine Art im Sunnitentum, wo die Allah verkörpern. Dann gibt es die andere Seite, unter anderem Schafi, die sagen zum Beispiel, es stellt nur Allahs Macht dar. Und weil es schon Interpretationen gibt, sagt schon eigentlich alles. Das heißt, es kann, es muss nicht. Aber, dass er Allah nur als Macht darstellt, das sagt Allah selbst nicht im Koran, sondern ihr interpretiert das, weil ihr gegen euren Glauben, beziehungsweise gegen eure Logik seid, dass Allah Körper hat. Es finden sich unzählige Koransuren dazu, es finden sich unzählige Hadithen dazu. Beispiel lesen wir in Koran 20, Allah spricht durch ein Feuer, kann ich jedem empfehlen zu lesen. Das heißt, ihr Muslime betet ein Feuer an, denn wenn ihr uns sagt, wir beten einen Menschen an, dann müsst ihr damit auch ein Problem haben. Der Koran gibt Allah ein Gesicht, so heißt es hier, jeder Einzelne wird verschwinden, während das Gesicht deines Herrn voller Majestät und Pracht, Sura 55 vom Vers 26, Vers 27. Der Koran gibt Allah eine Hand.
Diejenigen, die ihnen treu schwören auf Treue zu Gott, Gottes Hand liegt über ihre Hände. Sura 48, Vers 10. Der Koran gibt Allah ein Auge. Allah sagte, gewährt ist dein Gebet, o Mose, und in der Tat haben wir dir ein anderes Mal einen Gefallen erwiesen. Siehe, wir haben deiner Mutter durch Inspiration durch die Botschaft gesandt. Wirf das Kind in der Truhe, beziehungsweise wirf das Kind in der Truhe und wirf die Truhe in den Fluss. Der Fluss wird ihm auf dem Ufer werfen und so weiter. Dann heißt es hier weiter, jetzt habe ich ein bisschen übersprungen, damit du unter meinen Augen aufgezogen wirst, so spricht Allah, dass unter seinen Augen Mose aufgezogen wird. In Sura 20 von Vers 36 bis 39. Der Koran setzt Allah auf dem Thron. Allah bestieg er den Thron. Das heißt, er hat Füße. Er bestieg den Thron. Und er setzt sich auf seinem Thron. Ja? Das heißt, er hat einen Hintern. Und die Engel werden auf ihre Seite sein und acht werden an diesem Tag den Thron deines Herrn über sich tragen. Und dann heißt es hier, er wird den Thron über sich tragen und er wird Mose stehen und eines der Beine deines Thronen halten. Allah hat ein Bein anscheinend. In Sahih al-Bukhari, Buch 3, Buch 41, Nummer 595. Moses, der sich an den Beinen von Al-Thron festhält, ist ein weiterer Beweis dafür, dass Allah buchstäblich darauf sitzt. Der Koran gibt Allah einen Schienbein, Sura 68, Vers 42. Erzählt von Abu Sa'id, hört er den Prophet sagen, Allah wird seinen Schein entladen und da werden sich alle gläubigen Männer und Frauen vor ihm niederwerfen. Aber es werden diejenigen bleiben, die es gewohnt sind, sich auf die Welt niederzuwerfen, um anzugeben, beziehungsweise anzubieten und sich einen guten Ruf zu verschaffen. Ein solcher wird versuchen, sich niederzuwerfen am Tag des Gerichts. Aber sein Rücken, Knochen wird zu einem einzigen Wirbel, damit er sich nicht niederwerfen kann. Sahih Bukhari, Band 6, Heft 60, Nummer 4417. Dann heißt es hier weiter. Das Schienbein. Kennst du ein Zeichen, an dem du ihn erkennen kannst? Sie wird sagen, das Schienbein. Und Allah wird dann sein Schienbein aufdecken. Sahih Bukhari, Band 9, Heft 93 oder Hadith Nummer 93, Nummer 532. Der Hadith schreibt Allah Körperteile und Bewegung zu. Allah bewegt sich tatsächlich. Allah Apostel sagte, unser Herr, der Gesandte, der Oberste, kommt jede Nacht auf dem nächsten Himmel zu uns, wenn das letzte Drittel der Nacht übrig bleibt. Allah hat ein Gesicht. Ich nehme Zuflucht zu deinem Gesicht, Allah offenbarte, in Sura 6, Vers 65, unter anderem deinem Füßen, Sura 6, Vers 65. Der Prophet sagte dann, ich suche Zuflucht bei deinem Gesicht. Ich mache kurz voll. Allahs Hand ist voll. Das werde ich die ganze Quelle hergeben. Ein Jude kam zum Propheten und sagt, O Mohammed, Allah wird den Himmel an einem Finger und die Berge an einem Finger und die Bäume an einem Finger und die ganze Schöpfung an einem Finger halten. Dann heißt es von Abai Bihab, Assalamu alaikum, und er wird dein erster Mann sein, der mit seiner Hand halten und ins Paradies führen wird. Sunan ibn Majah, Ibn Abu Abdullah, Mohammed von Yassid, Ibn al-Majah al-Khazwini. Unter anderem findest du die ganzen Quellen, die ich unter dem Videolink hergeben möchte. Allah schreibt tatsächlich, Allah schreibt selber. Und so weiter. Es sind ganz viele Hadithen, ganz viele Suren dafür, dass es hier eine Gesichtsform eines Menschen ist. Wir lesen zum Beispiel auch, was eine sehr merkwürdige Sache hier ist, dass Allah, dass Mohammed über Allah lacht. Man würde sagen, oh mein Herr, machst du dich über mich lustig und bist du der Herr des Universums? Ibn Masud lachte und sagte, willst du mich nicht fragen, was mich zum Lachen bringt? Die Zuhörer sagten dann, was bringt dich zum Lachen? Er sagte, so lachte der Prophet. Und die Gefährte fragten, warum hast du gelacht, o Apostel Allahs? Der Prophet sagte, ich habe gelacht, weil der Herr des Universums über den Mann gelacht hat, der gefragt hat. Verspottest du mich und bist der Herr des Universums? Allah würde dann sagen, ich verspotte sie nicht. Ich habe Macht über das, was ich will. Hadith 117 auf Seite 169. Was am meisten beunruhigt ist, mein lieber Zuschauer, dass Allah gelacht hat, dass es sogar, dass jemand tatsächlich von dem heiligen Gott steht und ihn der Spottung bezichtigen könnte. Wir sehen hier, dass Allah Körper, dass Allah Augen hat, dass Allah Schienbein hat, dass Allah Arme hat, rechte Arme hat, dass er einfach eine Form eines Körpers. Allah
formt in einem Feuer, Allah spricht durch einen Baum. Habt ihr damit gar keine Probleme? Und kommt mir nicht mit euren Ausreden, das ist nicht so wie dieser Schnüffler, der in einem Video erzählt hat, mit seiner angeblichen Widerlegung von Yasin Halanafi. Das ist eine Stunde lang und hat nichts widerlegt. Er erzählt nur über sein Bart und wie auch immer. Hier geht es darum, dass Allah Körper hat. Und viele behaupten, ja, das ist nicht so gemeint wie ein Menschenkörper. Ja, aber wenn ein normaler Mensch das liest, dann müsste Allah das auch sagen, dass ich nicht ein Körper wie ein Mensch. Es steht es nicht. Denn Allah hat ein Gesicht, er sitzt sich auf dem Thron. Und darum, mein lieber Zuschauer, was die Muslime nicht wissen, dass es ohne Ende Verse gibt, wo Allah Körper zugesprochen wird. Ich wünsche dir einen Gottessegen und bis demnächst.